Hallo, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Anjana Gill, ich bin Expertin für moderne Spiritualität und Bestseller-Autorin. Markus aus Berlin hat mir eine sehr interessante Frage zur Manifestation und der Wunschcollage gestellt. Ich lese dir jetzt mal vor. Liebe Anjana, ich schaue mir immer gerne deine Videos an, vielen Dank, und habe bereits sehr viel für mich mitnehmen können. Es haben sich sogar sehr viele Wünsche erfüllt. Allerdings erfüllt sich ein Wunsch meiner Jahrescollage bereits zum zweiten Mal nicht. Meine Frau sagt, ich muss hier vielleicht einsehen, dass das Universum mich hier nicht unterstützen möchte. Was denkst du dazu und kann man hier noch etwas machen? Ich wünsche mir das nämlich weiterhin sehr. Danke, dein Markus. Zuerst mal vielen Dank, Markus, für diese Frage. Sehr interessante Frage und das geht bestimmt vielen so. Also wenn ihr das auch schon mal erlebt habt, könnt ihr gerne in den Nachrichten einen Kommentar schreiben. Es ist so, es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, manchmal muss man tatsächlich einsehen, dass sich ein Wunsch nicht erfüllt, dass wir ihn nicht manifestieren können. Das liegt dann aber immer daran, dass das Universum uns beschützen will. Da kannst du ganz sicher sein, wenn etwas sich nicht erfüllt, dann ist das zu unserem Schutz. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manche Dinge, manche Manifestationen, Erfüllungen einfach viel länger dauern, als wir denken. Wir denken dann, okay, jetzt habe ich mir den Wunsch auf die Jahrescollage geklebt und dann wird er sich auch erfüllen. Das tut er wahrscheinlich auch. Aber vielleicht auch erst in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Das können wir nicht wissen. Wenn es sich aber um einen Herzenswunsch handelt, und ich entnehme das deiner Frage, Markus, weil du schreibst, ich wünsche mir das weiterhin sehr. Wenn es sich um einen wirklichen Herzenswunsch handelt, dann wird er sich erfüllen. Wir müssen einfach nur vertrauen. Manche Dinge dauern viel länger, als wir denken. Aber wir können sicher sein, es erfüllt sich im genau richtigen Moment. Rückblickend, noch viele Jahre später, wirst du erkennen, ah, gut, dass sich mein Wunsch nicht da und da schon erfüllt hat. 2 Jahre später war der viel bessere Zeitpunkt. Da konnte ich viel besser damit umgehen. Also, wir müssen immer unterscheiden. Ist die Tür zu, will das Universum mich beschützen oder ist die Zeit noch nicht reif? Jetzt fragst du vielleicht, ja, woran erkenne ich das? Das ist erstmal immer dein Herzenswunsch, der erfüllt sich, der wird sich manifestieren, da kannst du sicher sein. Und wenn du mal leichte Zweifel hast, dann bitte das Universum um ein Zeichen. Es schickt dir garantiert eins. In deinem Fall, Markus, bin ich aber ganz sicher, dass die Zeit einfach noch nicht reif war. Und dann klebst du diesen Wunsch auf deine neue Jahrescollage eben auch drauf. So lange, bis er sich erfüllt hat. Und wenn du rückblickend deine ganzen Collagen anschaust, dann siehst du ja, es hat sich fast alles erfüllt. Und dieser Wunsch, der wird sich auch noch erfüllen. Aber wie gesagt, manchmal war einfach die Zeit noch nicht reif. Lassen wir den Dingen die Zeit, die sie zum Reifen brauchen. Und immer wenn ein Zweifel kommt, bitten wir das Universum kurz um ein Zeichen, das wir dann bekommen werden. Und dann können wir wieder voller Vertrauen uns die Erfüllung vorstellen. Und eines Tages ist es dann wahr. Also, bleib einfach dran. Es wird sich erfüllen.